Schade. Ja, wir haben den Part wieder überzogen. Ach, schön, da können wir direkt... Oh nein. Ich will aber jetzt nicht nur eine Viertelstunde dieses Level hier machen. Das werden wir aber missen. Oh Gott. So langsam fange ich mich an hier unten auszukennen. Ja, wir könnten hier einen Reiseführer schon aufmachen von diesem Level. Wie würdest du den dann nennen? Gute Frage. Wohl nicht Didi Flies. Oh Gott. Oh Mann. Was ist mit diesem Part passiert? Hast du mir das verraten? Oh Gott. Das Problem ist, ich rede in letzter Zeit zu oft mit Rühr Hayato und wir haben immer solche blöden Wortwitze. Ja, der Rühr ist ein ganz, ganz schlechter Einfluss. Ich weiß das, ja. Ja, und das färbt irgendwie ab. Ich weiß auch nicht. Ah, irgendwie habe ich das Timing nicht mehr so raus bei den dreien gerade. Warum auch immer. Noch eine Banane. Wieder die Banane anguckt, der die haben wollen. Voll süchtig. Was? Ich hab doch gesagt, der säbelt dich am unteren Haken, wenn er dich trifft. Egal, du holst mich wieder. Du holst mich wieder ins Leben zurück. Und das ohne Dragon Balls. Aha. Kennst du das Geheimnis der Dragon Balls? Oh Gott, dieses Lied. Ich finde das Musikvideo davon viel lustiger. Das ist so gnadenlos scheiße, ja. Oh Gott. Hä? Ach ja, da ging er ja runter, Entschuldigung. Das war der kürzeste Flug, den wir jemals hatten. Ja, stimmt. Mhm. Aber wenigstens bist du noch auf der Plattform gelandet, auch wenn nicht so wie gewollt. Naja. Es ist ein sehr schönes Level. Mhm. Nur deswegen halten wir uns so lange hier drin auf. Ja, damit wir weiter blöde Sprüche abdrücken können. Ja, das sowieso. Wie viele haben wir davon mittlerweile nur in diesen einen Level gebracht? Ich weiß es nicht. Ich will's gar nicht wissen. Mhm. Oh, war ja. Ey, das glaube ich doch nicht. Dafür glitsche ich mich jetzt durch die hier durch, so. Du hast mich gerade auf die Idee gebracht, wie wir die anderen Bienen da kriegen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Aber erstmal zu zweit da hochkommen. Ja, es ist es halt. Zu zweit da hochkommen ist eigentlich nahezu unmöglich irgendwie bisher. Bisher haben wir es noch nicht geschafft. Doch einmal. Ja? Aber dann sind wir beide an derselben Biene verreckt. Wieso tun wir sowas? Weil wir es können. Ah, okay. Juhu! Oh, Junge! Nein! Das war doof. Das konnte nicht gut werden. Ich hasse mich. Das tun auch noch andere Leute. Weiß. Schwarz. Mich hassen verdammt viele Leute. So sehr, dass sie mir einen Strike verpassen. V-Hawk LP muss sterben, schon wieder. Ja, und das auch. Boah, ich bin an der zweiten Biene vorbeigekommen. Nenn mich Gott. Ja, hallo, The God 88. Wow. Epischer Flug. Don't call me God again. Ja, besser dich. The Dixie Klo 88. Ich hasse dich dafür. Nein. Och, fuck. Da hat das A vergessen. Fuck, ey. Hochspringen, ey. Button-Mashing, ey. Verdammt. Du hast die Sichel in den Hintern gekriegt. Die Sichel steckte förmlich im Arsch. Ja. Boah, was ist denn mit mir los, ey? Sonst mach ich doch nie so blöde Witz. Weiß nicht. Das ist das Level, glaube ich. Das ist die dünne Luft hier in diesem Level. Aha. Ja. Wir haben schon ganz schön viele Leben gespammt. Hat einer der Zuschauer mal mitgezählt, wie oft wir das schon gemacht haben?
Ich möchte so eine Zahl wissen. Wie viele Leben haben wir an dieser einen Stelle bereits bekommen? Egal ob durch Ballons oder Bananen. Ballon? Ach nö. Den Witz kannst du bei Dingens bringen, aber es neue Augen. Wenn du den Witz jedes Mal hier bringen würdest, würden wir gar nichts mehr sagen. Ja. Oh. Komm, wirf deinen scheiß Haken, danke, und... Jawoll. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Hä? Stock. Oh Gott. Wieso tust du mir das an hier? Wieso tue ich uns das an? Ja. Ich frag mich wieder, wie das dann mit dem Treffen wieder wird, wenn wir wieder anfangen, so blöde zu reißen wie das letzte Mal beim Treffen. Oh ja, das wird schön. Da haben wir auch nur blöde Sachen gelabert und Mist gemacht. So muss ja ein Treffen auch sein. Und Dinge gefressen, die... Na gut, die hast eigentlich nur du gefressen. Oh nein. Erinnere mich nicht daran, das war so ekelhaft. Tacos und Kräuterbutter. Vor allem der Gesichtsausdruck dabei. Ich hätte mir es nicht so ekelhaft vorgestellt. Ich war dann doch etwas geschockt. Weil ich halt doch einen Schweinemagen hab normalerweise. Ich kann sowas normalerweise, aber das war doch ekelhaft. Ich habe auch Erdbeerjoghurt mit Parmesankäse gegessen. Oh ja, also sowas ist zum Beispiel auch eine schöne Mischung, ja. Mein Lehrer hat gekotzt damals auf Klassenfahrt. Das kann ich mir vorstellen. Fast brauchen wir nicht, also weiter geht's. Ich hätte so gelacht, wenn er dich jetzt kurz von dem Boden getroffen hätte. Wieso lachst du da? Findest du das etwa witzig, ja, wenn ich draufgehe? Ja, sehr witzig sogar. Oh Mann. Nee. Verdammt, ich hatte gehofft, man könnte von ein bisschen weiter links starten. Nee. Die lassen dich nicht Arschloch sein. Aber dafür sind sie Arschloch. Ha! Ich habe gerade eine interessante Frage. Haben Bienen eigentlich Arschlöcher? Da sieht man doch immer nur den Stachel. Oder nennt man das bei Bienen dann Stachellöcher? Naja, sie produzieren ja Honig. Machen die das nicht über den Hintern? Was weiß ich? Oh Gott. Was für eine Frage stelle ich dir schon wieder. Das lernt man, glaube ich, eigentlich in der Schule. Warum? Ach, egal. Das fand ich jetzt interessant. Dixie aber nicht. Nee, Dixie findet's zum Heulen. Wehe, du verpasst jetzt hier die 30. Minute auch noch. Mal gucken. Bitte nicht. Ich hab grad... Halt das nicht noch eine Viertelstunde am Stück aus. Es ist eigentlich immer ein Stück. Wir machen maximal immer 30 Sekunden Pause nach jedem Aufnehmen. Ja, ist eigentlich erst recht. Außerdem haben wir schon mal eine Stunde am Stück gehabt. Weil wir es immer wieder verpennt haben. Ist halt nur die Frage, ob wir die Zuschauer von diesem Level nicht langsam erlösen sollten. Nee, ich will ja wissen, was hinter diesen Bienen ist. Wir finden es aber nicht raus. Und die Zuschauer, die mögen wahrscheinlich unsere blöden Sprüche. Ja, das ist wahrscheinlich auch mal. Oder wir machen es folgendermaßen. Wenn wir den Part beenden, falls wir es noch nicht geschafft haben, dann cutten wir das und nehmen auf, wenn wir die dritte Biene gerade hinter uns gelassen haben. Das können wir natürlich machen, ja. Nur um dann zu verrecken, dass wir die wieder machen müssen. Och Mann. Ja. Ey, Pause. Die kannst du nicht durchglitschen, genau. Hallo. Unglaublich. Nein, ich will... Nein. Leben. Leben! Für diese 5 Bananen bin ich da jetzt nochmal runtergehopst. Das fand ich sehr nett. So. Ich habe vorhin eine Banane gefressen, jetzt habe ich schon wieder Hunger auf eine. Lecker. Chiquita. Banane. Nein, Chiquita. Nein, halt nicht. Hallo, Biene. Boah. Das wird knapp. Boah, guck mal, wo wir sind. Willst du es mal versuchen? Ja. Ja.
Wenn du getroffen wirst, glitsche ich mich durch. Versuch wenigstens die zweite noch an die zweite zu kommen. Okay. Und. Ah, scheiße! Na! Wieso scrollt die Kamera jetzt so nach oben? Das ist blöd. Die denkt, dass wir schon unter der Biene durch sind. Das ist aber schlecht gerade. Lass dich davon nicht beirren. Ja. We did it. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Oh! Tut mir leid. Da war ich zu voreilig, tut mir leid. Igel! Ey, das glaub ich jetzt mal nicht. Immerhin wir wissen, was nach der dritten Biene ist. Wir haben das Ziel dieses Parts erreicht, glaube ich. Oh Gott. Das ist der mit Abstand lustigste Part im gesamten LP von diesem Spiel. Würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Es nimmt wieder Niveau an. Nur Niveau in welche Richtung? Ja, das ist die Frage. Ja, machst du mal. Achso, Entschuldigung, ich bin ja... Ja, du bist der männliche Affe von uns beiden. Haben wir die halbe Stunde nicht bald? Wir haben jetzt gleich... Wir haben jetzt 27 Minuten. Echt? Erst? Mhm. Das kommt mir vor, jetzt wären wir jetzt schon eine Stunde hier an diesem Paar. Das ist unfassbar. Na gut, wir sind bereits eine Stunde am Aufnehmen, aber... Über eine Stunde. Sehr stark über eine Stunde. Ja. Mann, ich trau mich gerade nicht. Du hast dich die anderen 100 Male getraut. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich vor der Stelle noch so Respekt habe. Mittlerweile klappt die ja doch relativ gut. Nein! Das mit dem Ballon funktioniert aber nicht mehr ganz so gut, habe ich so das Gefühl. Ballon? Ich habe dir gerade was gesagt. Okay. Oh Gott. Ballon! Wenn wir bei 99 Luftballons angekommen sind, sag Bescheid. Oh Gott. So weit muss es doch nicht kommen. Boah, der hat dich fast mit seinen Säbeln getroffen. Die Betonung liegt auf fast. Mhm. Oh Gott. Fall runter! So. Es gibt Fallobst, gibt's aber auch Fallaffen? Was? Das hat mich jetzt abgelenkt. Das hat mich abgelenkt. Wieso? Ich weiß es nicht. Ey, was ist denn so schlimm an Fallaffen? Die fallen ab und zu mal von Bäumen, dann klatschen die auf den Boden mit dem lauten und... Okay. So schön. Ixi, hast du gut gemacht. Das war die beste Lösung. Wir müssen den Part beenden. Ja. Das war euer Keanu und euer WeHot AP. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.